Rohr kommt bei mir. Das Christkind kommt jetzt bald zu dir. In vorweihnachtlicher Höchstform Gildo Horn mit rockigen Klängen beim SWR 4 Weihnachtskonzert in Mainz. Schon am Nachmittag warm laufen im Weihnachtshörfunk-Interview. Ey, das ist einfach ein tolles Fest. Miteinander friedlich sein. Und das ist ja auch das, was man so als Kind erlebt hat, was man dann so positiv besetzt hat. Das kommt dann alles hoch. Gildo Horn ganz persönlich, Moderator Michael Münkner, ist Fan. Gildo ist ein Phänomen. Ja? Also er ist einfach so, wie er ist. Ja, man muss sich vorstellen, ne? Sehr hohe Stirn, sehr lange Nackenhaare. Also jeder Stylingberater wird sagen, hier pass auf, so lasse ich dich nicht auf die Bühne. Aber das ist eben Gildo. Ja? Das heißt, er macht einfach, was er will. Und vor allem, er ist ein Mensch mit einem ganz, ganz großen Herzen. Ja? Das heißt, die Menschen lieben ihn und er liebt die Menschen. Und das spürt man einfach bei ihm, ja, jede Minute auf der Bühne. Heute bekommen Sie das zu spüren. 160 Konzertbesucher zur Stunde bei SWR 4 live im Mainzer Funkhaus. Die Karten gab's nur zu gewinnen, der Rahmen bewusst intim. Denn für Gildo ist Weihnachten eine ganz besondere Zeit. Ja, Weihnachten ist warm, Weihnachten ist weich, Weihnachten ist süß, Weihnachten ist Familie, Weihnachten ist auch zu Hause, zwar auch auf Tour, aber auch da fühle ich mich zu Hause. Und wir wollen ja auch auf Tour den Menschen ein Zuhause bieten, die sonst vielleicht alleine sind. Für den Trierer Gildo Horn das SWR 4 Konzert in Mainz also quasi ein Heimspiel. Und das Heimpublikum feiert seinen Star. Weil er so zugänglich ist. Also er kommt auf dem Zoo und es kommt was rüber und man ist gleich begeistert und die Stimmung ist gleich da. Und jetzt freue ich mich richtig, muss ich sagen. Ich bin halt einfach gespannt. Und schon ein schräger Vogel, aber was er macht, hat Hand und Fuß. Gildo hat euch lieb. Und das beweist er gerne, auch heute Abend.